Der Löschzug Günne der Freiwilligen Feuerwehr Möhnesee präsentierte sich rund um das Gerätehaus am Weiher mit Freunden, leckerem Essen und Musik. Wird alle zwei Jahre einen sogenannten Tag der offenen Tür für die Bevölkerung durch. Und interessierte Bürger, die dann irgendwann vielleicht mal Interesse haben, der Feuerwehr beizutreten. Wir präsentieren uns in der Technik bzw. in der Arbeit der Feuerwehr. Wir stellen Fahrzeuge aus, führen Einsatzübungen durch, wie jetzt zum Beispiel gerade der Wohnungsbrand, den wir dann unter Atemschutz gelöscht haben. Ja, wie oft passiert so ein Wohnungsbrand? So ein Wohnungsbrand passiert in der Regel relativ selten durch die neue Brandschutzordnung, die jetzt auch greifen, unter anderem auch diese Rauchmelder, die dann auch schon eine Möglichkeit geben, dann diesen Wohnungsbrand frühzeitig zu erkennen. Möglich ist es aber so, dass die Feuerwehr dann halt im Hauptaufgabengebiet die technische Hilfelasten abwickelt und das unser Hauptaufgabengebiet geworden ist. Das heißt, die Brandeinsätze werden immer weniger, im Bereich der technischen Hilfe wird die Feuerwehr immer mehr gefordert.